Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone, die Arena. Ich mach mal wieder einen Arena-Kampf. Das letzte Mal ging ja nicht so gut aus. Ich habe das letzte Arena-Spiel zu Ende gespielt gehabt, hatte noch einmal gewonnen und hatte ein Kartenpack gewonnen und 40 Gold. Also nicht gerade sehr erfolgreich, aber wir versuchen es jetzt einfach nochmal, weil ich einfach drauf Bock habe. Kauf abgeschlossen. So, sehr schön. Ja, mit was spielen wir denn? Mal zurück. Ich muss mal gucken, was für eine Quest ich habe. Jäger oder Magier? Haben wir beides nicht zur Auswahl. Oder? Nee. Gut, dann machen wir mal. Ich finde seine Fähigkeit eigentlich bei Arena ganz praktisch. Deswegen. Ich mich zu wecken. Deswegen nehme ich den jetzt mal. So. Die kann gut sein. Je nachdem. Ich hoffe, ihr hört meine Waschmaschine nicht. Die läuft gerade im Hintergrund. Die Oger, die sind schon mächtig. Aber ihr könnt so die Strategie versauen. Aber das ist halt auch doof. Jedes Mal ein plus einer. Ich weiß nicht, ob ich noch andere Murlocs reinnehme. Ach, ich nehme jetzt einfach den. So. Gut, was machen wir als nächstes? Die hat mir auch schon öfter den Arsch gerettet. Deswegen werde ich, glaube ich, auch die reinnehmen. So. Eine Waffe werde ich wahrscheinlich nicht haben. Also eine von beiden. Ich glaube, ich nehme die. So. Das ist halt auch echt praktisch. Aber das halt natürlich auch. Aber ich habe noch nichts mit ein. So. Okay. Erhält 2 Mana-Kristalle oder ziehe 3 Karten. Das ist natürlich schon mächtig. Das ist auch nicht so schlecht. Aber meistens bei 3 Stärke ist es halt so, dass er beim ersten Mal weg ist. Und da weiß ich nicht, ob ich überhaupt ein Geheimnis mal bekomme. Deswegen machen wir wieder das. So. Mech, auch wieder so eine Sache. Ich weiß nicht, wie viele Mechs kommen und wie gut die Mechs sind. Die Karte mag ich eigentlich, aber ich nehme den hier. So, Minervodron. Verleiht einem Diener 4 Angriff oder 4 Leben und Spott. Die Karte ist eigentlich auch sehr mächtig. Das ist ja eigentlich auch nicht so gut, nicht schlecht. Aber das auch. Ah, ich habe so wenig von denen immer. Mal die ausprobieren. So. Packen wir den mal rein. Verstohlenheit und Gottesschild. Das ist echt immer schwer zu entscheiden. Aber irgendwie auch immer cool. Zorn. So. Vernichte einen Diener euer Gegner, zieh 2 Karten. Achso. Die ist gar nicht so schlecht. Aber die auch nicht. So. Wählt aus, fügt einem Diener 5 Schaden zu oder fügt allen feindlichen Gegnern 2 Schaden zu. Ist auch so gut. Ich brauche aber auf jeden Fall noch ein paar geringkostige Karten.
Ach komm. Dass ich mal eine Einserkarte hab. Bam, das ist halt gut gegen Krieger, falls ich einen bekommen sollte. Ich hab fast nichts mit 4. Gar nicht so schlecht. Ah, ich habe schon so viel Zweier und so viel so wenig Einser. Das ist eigentlich gar keine so gut. Machen wir das hier rein. Was erhält jedes Mal los 1 plus 1, wenn ihr diesen Diener als Ziel eines Zaubers auswählt? Das passiert so selten. Ich hätte gern mal einen Vierer. Das wäre mal nicht so schlecht. Kampfschrei. Die Heldenfähigkeit eures Gegners kostet im nächsten Zug 5 mehr. Na komm. So. Eine Viererkarte. Ach komm, nehmen wir auch. Oh, noch eine Viererkarte. Und noch eine Viererkarte. Jetzt kommen sie alle. Aber jetzt nehme ich die Dreier hier. Oh, die ist so gut. Gut. Unser Deck sieht gar nicht mal so gut aus. Keine Legendäre. Und die Mana-Kosten sind sehr komisch durchgewürfelt. Aber schauen wir mal, was wir damit reißen können. Upala. Ich meine, selbst wenn man verliert, gewinnt man meistens so viel, dass es zumindest die Arena wieder reinholt. In Form von Kartenpäckchen oder Gold. Ich muss die Wildnis schützen. Die auch noch weg oder lasse ich die mal? Ich lasse die mal. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Ich grüße euch. Oh ja, grüßen. Grüße. Verdammt. Ich weiß zwar nicht, was es gemacht hat, aber... Ah, okay. 1 plus 1. Und tschüss. Für die Wildnis. Oh, ich lasse mich ein bisschen ablenken. Tut mir leid. Ah, kommt gar nichts. Okay, was haben wir? Verleiht eurem Charakter 2 und diesem Angriff. Das ist nicht so gut.
Badet in Flammen. Der greift eh mich direkt an, denke ich. Wobei, wenn er mit dem angreift, hat er einen guten Tausch. Ah, Mist, das habe ich nicht bedacht. Mist. Das sieht ja schon mal gar nicht gut aus. Das sieht ja schon mal gar nicht gut aus. Gut aus. Immer schön in der Reihe bleiben. Ah, da ist er wieder. Da ist unser Hammer wieder. Melde mich Der hat ein gutes Deck hingekriegt, muss man sagen. Der hat gar keine so schlechten Karten bekommen. Allendiener 2, das ist gar nicht schlecht. Da hätte er nur noch 2, der nur noch 1. Ja, Ich frage mich, ob... So, ihr habt kein Ticket. Greift er den an, dann sind die auch weg, denke ich. Und wenn er nicht angreift, dann kann ich die aktivieren und den wieder auf die Hand holen, damit er wieder volle Energie hat. Portale aktiviert. Oh je. Ne, okay, so. Okay. Mech. Ich könnte die hier machen. Und einen Tausch machen, dann habe ich aber nichts davon. Komm, wir versuchen das mal. Okay. Damit kann ich leben. Jetzt ist die Frage. Tausch. Oder angreifen. Das soll eine Waffe sein. Das war's. Ach, verdammt. Ich kann ja nicht angreifen. Oh, ich Idiot. Oh. Fehler geschehen. Selbst in der Natur. Das stimmt. Verstärkung angefordert. Ach, Mann. Ich glaube, das schafft man nicht mehr. Was? Jeder Spieler erhält ein Ersatzteil auf die Hand. Pandaria wird uns gehören. Aha. Shit, verdammte.
Dann hätte ich... 3, 4 hätte ich dann. Das bringt mir aber nicht viel. Dann lieber das hier. Und dann... damit der weg ist. Dann greift er den an, dann sind zwar beide weg. Aber dann habe ich nur noch den hier. Die Wahrheit ist mein Schild. Vielleicht greift er den jetzt an. Ja, er greift direkt an. Sonst wäre der nämlich relativ günstig gewesen. Ah ne, Moment mal, nein, geht ja gar nicht. Ich habe die besten Angebote weit und breit. Elun, führe meine Lanze. Ach, ich habe gedacht, es geht anders. Ich habe gedacht, ich krieg dann einen vollen Kristall, so dass ich die noch spielen kann. Ach, du meine Güte, was hast du dir ein Deck für ein Deck gebaut? Das ist echt gut. Das ist doch unfair. Ah! Ah, da wurde es knapp. Da habe ich es nicht mehr ganz geschafft. Von der Zeit. Das tut mir leid. Es tut mir leid. Für Gnomerika! Gut gespielt. Schade. Schade, schade, Schokolade. Ah, da wurde die Zeit am Schluss noch echt knapp. Das hätte ich nicht gedacht. Egal. Quest geht gut voran. Nächster Gegner, neues Glück. Vielleicht. Oder auch nicht. Das ging jetzt ganze 20 Minuten fast. Mal schauen, wie lange das geht. Malfurion gegen. Oh, die Map habe ich noch nicht gehabt. Die ist ja schön. Ich würde ehrenhaft kämpfen. Ich muss die Wildnis schützen. Du musst gar nichts außer sterben. Ah! Handy, sei ruhig. Hat das mich jetzt erschreckt? Das mich erschreckt. Spielt ihr gern mit Feuer? Was steht da? Was? Fügt allen Dienern einen Schaden zu, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Okay. Könnte gefährlich werden. Allen Dienern. Das ist so echt gut. Das ist sogar echt gefährlich. Ich könnte die zerstören, dann kriegt er 2 Karten.
Dann hätte ich freie Bahn, um nichts zu tun. Aber ich könnte auch den Mana-Kristall spielen. Und die hier spielen. Aber er muss ja eh den hier angreifen. Melde mich zum Dienst. Oh, die verfärbt sich. Grün ist meine Lieblingsfarbe. So. Jetzt haben wir genau das, was ich gedacht habe, was wir erreichen. Nämlich, ich kann jetzt den dann angreifen. Dann ist sind aber beide tot. Das wäre ja nicht so gut. Für die Wildnis. Fertig. Keine Sorge, Darlings. Die Kavallerie ist da. Dann Moment. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Dann machen wir mal das hier. Wollt ihr etwas in die Luft jagen? Ah, ich hätte eigentlich noch gehofft, dass der auch mit drauf geht. Aber dem war wohl nicht so. So. Sein Feld ist leer. Er hat ein bisschen weniger Lebensenergie und ungefähr gleich viele Karten auf der Hand. Also sehr ausgeglichen. Ich hasse diese Karte! Ich hasse die Karte... Was machen wir da? Die kann gefährlich werden. Komm. Weg damit. Fünf gegen fünf ist okay. Ja, nächste schlimme Karte. Melde mich zum Dienst. Die ist gleich weg. Kein Problem. Die kann ich wegmachen mit der hier oder eben die. Was tun? So, ein bisschen was gemacht. Er hat aber mehr Karten auf der Hand durch meine Zauberkarte. Was ihn in eine bisschen bessere Position setzt, als ich es habe. Zumal ich nur hochkartige Karten auf der Hand habe. Au. Aua, aua, aua. Ich habe die besten Angebote. Ihr könnt nicht vorbei. Mir gehen die Karten aus. Oh ja. Oh. Willst du mich verarschen?
Karten. Ich brauche 3 Karten. Und keine davon ist wirklich gut. Wollt ihr etwas in die Luft jagen? Na danke. Der macht mich richtig platt. Aber sowas von. Ich habe jetzt die gespielt, auch wenn sie jetzt von der Fähigkeit nichts gebracht hat, dass ich eventuell in der nächsten Runde angreifen kann, wenn er sie überleben lässt, was er nicht tut. Die macht dazu auch Blatt und dann... Oh, ich habe, glaube ich, verloren. Ich habe, glaube ich, verloren. 4, 4... Ja, ich habe verloren. Gut gespielt. Ei. Ah, die waren aber auch hart. Müsst ihr auch zugeben. Die letzten zwei, also der und der davor. Lasst mich nachdenken. Hey, von hier oben. Hätte ich nicht gemacht. Du hättest gewinnen können, mein Freund. Jetzt lässt du mich noch einen Zug überleben. Einen Zug lässt du mich noch überleben. Der wird mich aber auch nicht retten. Außer ich kriege jetzt die Mörderkarte und das kriege ich nicht. Silbermond wird nicht fallen. Gut gespielt. Für die Wildnis. Das war gut gespielt. Naja, gib mir den Gnadenstoß. Ich bin bereit zu lernen. Oh! Ich habe ein bisschen Leben dazu bekommen. Und tschüss. Naja. Auf zum letzten. Eventuell. Vielleicht gewinnen wir aber jetzt auch alles. Und das Spiel geht 20 Stunden lang. Aber, sind wir mal ehrlich, nach den zwei Gegnern habe ich wenig Hoffnung, dass wir jetzt auf einen leichteren treffen. Eieiei. Gegen Magier. Ich finde die Magierfähigkeit auch sehr gut bei Arena.
Das bringt mir nix. Das bringt mir auch nix. Einmal komplett neu, bitte. Das war's. Leerrunde. Oh, gleich der Mana. Ist also die Münze. Wollt ihr etwas in die Luft? Ah, das ist auch mein erster Zug. Oh. Da hat er aber Glück. Da hat er aber Glück. Versuchen wir auch unser Glück mal. Oh gut, ähnlich gutes Glück. So, in der nächsten Runde. Holen wir uns einen Mana-Kristall, würde ich sagen. Oder wir nehmen den Nervotron. Hallo, hallo, hallo. Weg mit. Komm, weg mit. So. Kreislauf der Natur kann man sich noch aufsparen. Das ist nämlich eigentlich eine mächtige Attacke, mächtige Zauberkarte. Auch wenn der Gegner zwei Karten ziehen kann, ich kann jedes Monster zerstören. Okay. Er hat ziemlich viel opfern müssen, nur um an meinen. Elun, führe meine Lanze. So. Da der Magier ja keine Waffen hat, kann ich den Schleim auch ohne Bedenken spielen. Und ich habe einen Mana-Kristall mehr in der nächsten Runde. Oh, musste das jetzt sein? Ich mag Raubzüge. Dann mag das. Zwei Schaden. Was tun? Das ist die Frage, was tun? Ich danke euch. Oh. Das hätte ich nicht erwartet. Da hatte wohl einer keine Lust mehr. Mich soll's freuen. Auch zum nächsten Spiel. Wenn jetzt alle gegen aufgeben, dann haben wir viel Glück. Würde ich sagen. Aber ich muss auch sagen, ich habe echt gut gespielt. Ne, ich habe einfach diesmal habe ich gute Karten gewonnen, gezogen. Relativ gute und er wahrscheinlich relativ schlechte. Ich muss die Wildnis schützen. Alles weg. Alles muss weg. Alles muss raus. Auch nicht viel besser. Not so good, my friend. Er hat nichts Grüße. Gespielt. Das freut mich. Grüße. Grüße. So. Ich spiele auch nichts. Iconic Spiele. Ah, ja. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Thank you.
ich hasse es. Das machen wir. Grüße aus dem Jenseits. Für die Wildnis. Aber bis jetzt läuft es gar nicht so gut, weil ich krieg seine Gegner, seine Diener nicht weg. Und er kann mich fröhlich angreifen. Jetzt überlegt, ob er tauscht. Ja. Spürt die Macht der Winde. Okay. Versuchen wir das mal. Das war nicht mein Plan. Ganz sicher nicht. Dann nimm halt zwei Karten. Ich glaube, das verlieren wir. Wir gehen nämlich nicht unter Kontrolle. Nehmt das! Er kann mich mit dem einen nur direkt angreifen oder er tauscht. Okay, er tauscht. Was für ein Totem kriegt er? Das Zaubertotem. Das stört mich aber weniger. Jetzt tauschen wir. Drei Karten. Das ist sehr gut. Dann kann ich wenigstens noch was spielen. Was ist denn gerade passiert? Ach so. Was tun? Das ist die Frage. Elun, führe meine Lanze. A little bit Verteidigung. Du bist doch ein... Ich meine, ist mein Todesröcheln weg. Sprich, ich habe den Kristall umsonst gratis bekommen. Oh, der Heiltotem. Das Heiltotem. Entweder tauschen oder direkt angreifen. Tauschen. Hm.
Ich krieg einfach die Kontrolle nicht. Frag nicht dumm! Ich habe die besten Angebote weit und breit. Für die Wildnis. Immerhin wird dann die Folge nicht zu ewig lang. Das ist ja auch immer noch eine Sache des Hochladens. Das ist doch nicht normal. Damn shit. What the hell, man? Könnt nicht vorbei. Für die Wildnis. Oh je, das verliere ich so dermaßen. Man muss aber auch echt sagen, echt geiles Deck. Das ist echt nicht von schlechten Eltern. Gespielt. Nice, macht er. Gibt er mir den Gnadenstoß. Die Elemente werden euch. Na gut. Nicht mal mehr ein Level bekommen. Das ist traurig. Na gut. Dann schauen wir noch, was ich gewonnen habe. Viel kann es ja nicht sein bei nur einem Sieg. Zwei Päckchen, einmal ein Booster und einmal 30 Gold. Damit wäre zumindest das nächste Arena bezahlt. Schauen wir uns noch an, was ich bekommen habe. Eine seltene schon mal. Nur eine seltene. Was erhält jedes Mal plus 1 plus 1, wenn ihr eine Karte abwerft? Das ist für einen Hexenmeister echt nicht schlecht. Spot, das ist ein guter Spot. Das ist nicht gut. Das ist nicht schlecht. Okay. Dann würde ich sagen, dann war es das für die Folge. Wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder beim nächsten Arena-Spiel. Falls euch das hier gefällt. Und ich würde sagen, man sieht sich irgendwann wieder. Bis dahin, ciao.